Neben den planmäßigen Abschreibungen gibt es auch auf alle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens die sogenannte außerplanmäßige Abschreibung. Die ist in einem etwas anderen Paragraphen definiert. Statt dem Paragraphen 253 Absatz 3 Satz 1 und 2 ist das hier eben der Satz 3. Beziehungsweise statt Paragraph 7 Absatz 1 Satz 1 bis 4 Einkommensteuergesetz ist es eben der Satz 5. Also steht genau hinter den entsprechenden Gesetzen und Regeln zur planmäßigen Abschreibung. Muss man genau an der gleichen Stelle suchen. Im HGB sowie im ESTG. Das Einführungsbeispiel. Ich erwerbe zu Neujahr 2013 einen PKW zu 24.000 Euro netto. Neujahr, das bedeutet, ich muss mir um die monatsgenaue Korrektur im Anschaffungsjahr keine Gedanken machen. Die Anschaffungskosten sind auch klar, nämlich 24.000 Euro netto und Nutzungsdauer 6.000 Jahre. Und jetzt kommt's. Im Herbst 2014 hat der Unternehmer einen Unfall. Der Sachverständige schätzt den Wert des reparierten Unfallwagens auf maximal 10.000 Euro. Jetzt kann ich schon im Kopf ausrechnen. 24.000 Euro, 6 Jahre, das sind 4.000 Euro planmäßige Abschreibung pro Jahr. Das heißt, nach dem ersten Jahr sind es 20.000 Euro, die übrig sind. Und nach dem zweiten Jahr sind es 16.000 Euro, die übrig sind, wenn ich es planmäßig abschreibe. Das notiere ich mir auch gleich, damit ich eine visuelle Übersicht darüber habe, was im ersten Jahr schon passiert ist, nämlich diese planmäßige Abschreibung um 4.000 Euro und was im zweiten Jahr noch zu geschehen hat. Auch wenn ich einen Unfall habe und ich jetzt weiß, dass ich außerplanmäßig abschreiben muss, muss ich immer noch eine planmäßige Abschreibung machen. Und die mache ich in der Regel zuerst. Also ich schreibe erstmal planmäßig ab, habe einen Restbuchwert von 16.000 Euro. Mein Unfallwagen ist allerdings maximal 10.000 Euro noch wert. Da meine Buchung immer die Realität abbilden muss, ist es Vorschrift in den besagten Paragraphen, dass eine außerplanmäßige Abschreibung um 6.000 Euro stattfinden muss. So, wie sieht die jetzt aus? Die planmäßige Abschreibung, die kennen wir zur Genüge. Die sollte ganz schnell von der Hand gehen. Jetzt brauchen wir noch die außerplanmäßige Abschreibung. Das ist natürlich auch ein Aufwandskonto, also rot gefärbt. Betrag ist 6.000 Euro. Und im Haben wird das Konto Fuhrpark angesprochen mit 6.000 Euro. Das ist ganz klar. Und jetzt müssen wir aus dem Kontenplan noch ein Konto heraussuchen, das für die außerplanmäßige Abschreibung steht. In meinem Kontenplan werde ich fündig, natürlich in Kontenklasse 2, direkt unter den planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagevermögen. Das planmäßig haben die hier weggelassen. Da steht drunter außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagevermögen 231. Also und damit habe ich das Konto schon gefunden. Ich möchte nochmal anmerken, das ist jetzt mein Kontenplan, den habe ich erstellt für meine filmerischen Zwecke. Euer Kontenplan kann natürlich etwas anders aussehen. Zum Beispiel an der Fernuni Hagen gibt es kein extra Konto für die außerplanmäßigen Abschreibungen. Da ist es in dem Konto 230 mit drin. Ich habe jetzt hier ein Extrakonto und wenn es ein Extrakonto gibt, müsst ihr das auch benutzen. Das heißt dann 231 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagevermögen. Mit meinem Kontenplan lautet dann die außerplanmäßige Abschreibung eben außerplanmäßige Abschreibungen auf SAV 231 an Fuhrpark 6.000 Euro. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe ja noch 4 Jahre übrig zum Abschreiben und einen Restbuchwert von 10.000 Euro. Nichts einfacher als das. Den teile ich durch die Restlaufzeit, also 10.000 durch 4, und werde für die restlichen 4 Jahre
falls nichts mehr passiert, also ich baue bestimmt keinen zweiten Unfall, jeweils 2500 Euro pro Jahr abschreiben. Und damit wäre das auch geklärt. Im sechsten Film mache ich dann weiter mit der Abschreibung von Gebäuden und Grundstücken. Da sind ein paar spezielle Regelungen zu beachten.